Wir möchten Sie ganz herzlich einladen, an der BMT 2020 teilzunehmen. Diese wird aufgrund der Pandemie rein online stattfinden. Wir können uns also leider nicht in Leipzig treffen, aber wir haben ein sehr spannendes Programm zusammengestellt, was auch gleichzeitig die 15-jährige Arbeit des ECAS würdigt, das hier in Leipzig im Bereich der computerassistierten Medizin sehr viele Errungenschaften erreichen konnte. Besonders verantwortlich dafür ist Thomas Neumuth, der Co-Präsident der Veranstaltung, der Ihnen jetzt noch zu dem Programm einige Details berichten wird. Thomas, bitte. Ja, vielen Dank, Andreas. Auch dieses Jahr ist es gelungen, ein anspruchsvolles und interessantes Programm zusammenzustellen. Wir werden während der Veranstaltung die Themen der Kolleginnen und Kollegen in 6 parallelen Tracks präsentieren können. Gleichzeitig haben wir als Schwerpunkte für die diesjährige Jahrestagung 3 Themen ausgewählt, die sowohl in Paneldiskussionen als auch in Keynotes adressiert werden. Das ist zum einen das allgegenwärtige Thema künstliche Intelligenz, bei uns natürlich mit dem Schwerpunkt Einsatz in der biomedizinischen Technik. Zum zweiten das Thema regulatorische Rahmenbedingungen und Zulassung von Medizinprodukten. Und zum dritten das Thema ethische Rahmenbedingungen beim Einsatz von medizinischer Technik. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich vor allem auch bei der DGBMT bedanken, die uns das Vertrauen ausgesprochen hat, diese Jahreskonferenz zudem nun auch noch online zu organisieren. Sie können sich ganz normal wie bei jeder anderen Konferenz registrieren und dann über den gesamten Verlauf an Sitzungen teilnehmen, Fragen stellen und sich auch die Poster ansehen. Und ich denke, wir haben viele spannende Themen. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre anzukündigen, dass der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn uns ein Grußwort senden wird, ebenso wie der Wissenschaftsminister des Freistaats Sachsen uns in die Konferenz mit einführen wird. Vielen Dank. Vielen Dank.